Hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge hier in Thüringen, also um 3.0. Wir fahren jetzt die Sämaschine auffüllen und dann geht es Richtung Feldnummer 37. Da möchte ich nochmal Weizen aussehen. Zumindest heute vorbereiten. Feld 12 muss ich noch flügen und Feld 12, 10 wird gerade gemeistert durchgeführt. Und Feld 29 ist mit Pferdegras fertig. Na, N. Werden wir den mal gleich Richtung 37 bringen. Mais wollte ich auf die 38 und auf die 60 aussehen. So im Groben, ne? So mein Plan. Plan in Anführungszeichen, das kann sich immer noch ändern. Durch diese Umstände, die man vorher nicht weiß. Aber halt, sollte eigentlich so funktionieren. Zwei Felder mit Mais wollte ich machen. Silage für die BGH ist immer so, ne? Das ist immer ganz praktisch. Und Silage für die Kühe. In der groben Richtung, ne? Feld 37 wird ich noch nicht angeschlossen mit Autodrive. Das kann aber sein, dass ich jetzt machen werde. Da muss ich aber sehen, wegen Kurs, wegen der richtigen Richtung. Also, da ich ja hier viel mit Autodrive arbeite, abfahre, hinfahren zum Feld und so, das mache ich ganz gerne mit Autodrive. Muss ich mal sehen, dass ich das wieder auf der Kernschaft aufkriege, der Autodrive. Weiß nicht genau, was da für Ursache war, ob da der Kursblech schuld war oder Autodrive. Ja, Kursblech zeigt da mehr Fehler an, ne? 13. So, hier geht es jetzt Richtung Feld Nummer 37. Hier sind ja viele Feldwege, auch relativ schmal, was okay ist. Aber mit Outdrive muss ich halt darauf achten, dass wir da hier entsprechend, ja, ich sag mal so, das so einfahren, dass wir da, ja, so kann man es machen, ne? Normalerweise wollte ich so nicht fahren. So. Wir fahren mal hier rechts. Falls wir doch hier nochmal im Gegensatz fahren werden, was durchaus passieren kann, dann fahren wir am äußersten rechten Rand vom Feldweg. Wir sind auf die Wiese. Dann können wir hier auf Feldnummer 37, was links ist, hier anschließen. Ne? Ist ja da. So. So. Und machen wir Feld 37. Ne, das ist nicht 27. Na, Wiederholung. Erstellen. Wie gesagt, Vorbereitung für die Ausfahrt, die in den Balkon will. Starten wir jetzt nicht, das ist meine letzte Folge heute. Das reicht dann heute. Und das mit noch einem anderen herfahren. Ne? Speichern erstmal gut. Förderbahn zwar nicht, aber einstellen können wir trotzdem. So. Entlassen. Vorbereiten und dann nächste Vorbereitung geht ja weiter mit für Mais 60 und 38. Anderen Felder halt mal schauen. Mal Luzerne, mal Klee, wäre eine Option. Könnte man eigentlich schon früher anfangen mit Luzerne und Klee. Theoretisch. Sollte nicht allzu lange dauern. Die andere Sämaschine oder eine Ziel. Ist die andere und fällt noch? Nö. Oder? Könnte sein.
Die andere macht gerade Gerste auf meinem Feld, also okay. Wir müssen die ändern, die Fruchtsorte, denn ich kenne mich da am besten. Mir ist mal passiert, dass ich Mais ausgesät habe im Verband mit 3 Sämaschinen und dummerweise war einer mit Gerste. Hab's gemerkt, konnte entsprechend reagieren und hab dann nochmal dieselbe Spur ausgesät mit Mais. Wie gesagt, der Schaden war an Grenzen, ne? War nicht so dramatisch. Aber wenn er mal gewachsen ist, ist es blöd. Ne? Da die Geräte auch kruppern können, ne? Konnte man das noch entsprechend korrigieren. Sonst hätte man nur Maismaschinen extra kruppern müssen. Ne? Und dann wäre es schwierig gewesen, die genau die Bahn zu treffen mit dem Kruppern. Ne? Arbeitsbreite 15 Meter, Normalschirm 12. Der muss eine Gruppe haben, auch von normaler Arbeitsbreite. So, N. Den schicken wir jetzt los mit auf Feld Nummer 37. Kein Weg gefunden. Da gibt es auch keinen, ne? Kann durchaus sein. Ist möglich. Das kann aber einen anderen Grund haben. Das von hier rechts ist kein Weg. Dann muss man gucken, ob da geradeaus ein Weg ist. Mal gleich mal gucken. Was habe ich hier gegeben? Putz habe ich noch nicht. Den Mist muss ich mal wegfahren. Ich bin ein bisschen voll. Ja. Also normalerweise müsste ich jetzt hier gucken. Der Kurs geht normalerweise ab nach links. Und müsst du eigentlich hier finden. Na, auch nicht. Denn hier ist hat zumindest verbunden, ne? Dann ist natürlich wahrscheinlich der Kurs, der zum Hof geht, nicht verbunden mit dem Kurs Richtung Händler und ja, das wird so sein. Da werden wir gleich machen. Ja, die Wiese auch nicht gewachsen. Mit einem Balkon. Dann können wir zumindest die ersten Grasballen, ne, pressen. Silageballen. Ich wollte aber gerne noch die Pöttinger Maschine abwarten, das ist nächste Woche. Kommt das DLC raus. Weil die kippen ja die Ballen um. Dann sollen sie am Kippen wegrollen. Na gut. Wo extrem Gefälle ist, kann das sein, dass nicht hundertprozentig klappt, ne? Ah, schauen wir. Also wir wollen gucken, wo der Kurs hier ist. Und sonst haben wir ein späteres Problem, wenn wir das Feld abfahren, dass er den Kurs findet, ne? Also wenn wir das Silo voll machen wollen mit Weizen, dass wir da natürlich auch eine Verbindung herstellen müssen, ne? Hier ist auf jeden Fall eine Verbindung, das weiß ich. Geradeaus. Hier könnten wir auch eine Rechtsverbindung machen bei Gelegenheit. Dann kann er sich einen besten Kurs ausrechnen und fahren. Weil besser ist ja normalerweise kein Gegenverkehr ist, ne? So, hier müsste man gucken, ob hier ein Kurs geradeaus auch ist. Normalerweise ja. So, mal gucken mal gleich. So. Also Kurs verbunden ist. Ich kenne jemand nicht, wo nicht verbunden sein könnte. Oder hat er hier nicht verbunden? Normalerweise schon. Schauen wir gleich. Da sind wir gut vorbereitet für morgen. Und dann können wir die Aussaat beginnen. Auf Feld Nummer 37 können wir noch den Nachfüllgerät
im Radewagen noch voll machen bei Gelegenheit oder bei Bedarf und können dann da anfangen. So, habe ich hier normalerweise ja. Hier geht's. Dann muss da oben nicht verbunden sein. Aber hier mal hier verbinden. So, dann kann er hinfahren. Das verstehe ich nun nicht. Aber egal. Normalerweise hätte er jetzt hier nehmen müssen, ne? Hier macht er jedenfalls. So, den nächsten. Das ist jetzt Gerste. Der sollte ja. Können wir noch Dings machen? Also guck mal rein. Wir haben ja jetzt Zeit. 37 wird vorbereitet. Mais, Mais. 41 könnten wir theoretisch. Da war Getreide drin. Also Klee, Mohn, Luzerne. Also das ist immer interessant. Wir wollen Luzerne mal nehmen, ne? Luzerne gibt es auch so was. Die Silage. Das könnte man theoretisch aber auch als Ballenpresse machen, ne? Wir müssen ja nicht alles in Silo bringen, ne? Roggen, Mohn, Dinkel, Luzerne. Dann fahren wir Feld Nummer 41 oder 42. Mal ein bisschen was probieren, ne? Ob wir noch mähen können. Gehen von aus, ne? Ja, hier geht im zweiten Kurs schlecht. Ja, flügen wird heute nichts mehr. Ja, es geht wichtig, weil dass wir auch die ganzen Felder noch bestellt haben, ne? Also da gut flügen wir auch wichtig, muss ja auch mal gemacht werden. Wenn die Seemaschinen müssen auch alle arbeiten. Darum sind ganz gut, wenn du große Felder hast, ne? Große Felder, da kann er denkt in aller Ruhe seine Arbeit machen. Und klar, könnte man noch mit kleinen Geräten arbeiten, das wäre sicherlich möglich mit 9 Meter oder so oder 6. Dann würde auch ein kleines Feld lange dauern, ne? Ah, wir wollen ein bisschen wirtschaftlich arbeiten. Wenn wir große Felder haben bei der Vierfachkarte, dann sind 15 Meter, denkt man, ein gutes Maß. Natürlich auch die extrem großen Maschinen gibt es auch noch. Aber ich sag mal so rum, dann lasse ich lieber mal 3 im Verband arbeiten. Extremfall vielleicht mal 5. Ne, bei 100 und bei der Feld 11, glaube ich, ist extrem groß, 110 Quadratmeter, Hektar. Da kann man mit 5 Geräten arbeiten, wenn man hat, ne? Ich habe aktuell nur 3, ne 4. Aber da würde ich aber auch die Mods nehmen, ne? Sonst nur mit doofen Dämlich mit voll machen. So, das bereiten wir auch vor. Wir gucken auf die Uhr, 13. Dass wir da am Spiel und starten, dass wir alles dann entsprechend loslegen können. Deswegen ist eingeschlafen Luzern, dass ich beim nächsten Mal nicht vergesse. Das mache ich dann wahrscheinlich morgen. Da ist der alte Kurs, den können wir gleich mal löschen. Denn sonst programmieren wir einen zweiten und dann haben wir einen Doppelkurs und das ist dann ungünstig. So, da sind wir. Jetzt machen wir hier keinen Kurs in Autoreif. Warum wächst hier Gras? Egal. So. Vorbereitet wäre. Also 41 wäre vorbereitet. Und. Die 38 war vorbereitet. Dann flügen. Wir können noch flügen. Normalerweise hätte ich jetzt gestartet, wenn ich die Folgen durchgezogen hätte, jetzt noch 3 Folgen gemacht hätte oder 4. Ich hätte jetzt nachher noch durchgezogen. Aber ich möchte auch irgendwann auch mal zu Bett gehen. Übertreiben, ne? Gut, wenn ich jetzt die anderen beiden Folgen nicht versaut hätte, zumindest die ersten 1,5, dann wäre das jetzt schon, hätte ich vielleicht 2 Folgen noch gemacht, ne? Vielleicht. Die Uhr geht verkehrt bei mir. Die sagt, ist 12:30. Aber bis ich zur Ruhe gekommen bin und entsprechend schlafe, das geht ja auch noch eine Stunde vorbei.
Mit dem muss ich mich reparieren. Oh, da fährt nicht schnell, ne? Naja. Wie gesagt, das ist ein der größte Flug, den wir haben. Über 10 Meter. Aber Taktor ist auch nicht gerade schwach, der ist auch recht kräftig. Vielleicht wäre ein bisschen mehr Reifen, also gut gewesen. Ne? Zur Längsbereifung vielleicht. Aber gut, muss es reichen. Dann haben wir gleich mal die Fläche nachgearbeitet. So, und nächstes Mal können wir hier entsprechend Helfer einstellen. Ne? Aber liebe Zuschauer, das soll es auch schon für heute gewesen sein. Ich sag mal tschüss und ciao, ciao. Schönen Dank fürs Reinschauen. Schönen Dank fürs Liken und fürs Abonnieren. Und nochmal herzlich willkommen an meinen Abonnenten. Ja, freut mich. Ne? Also dickes Dank dafür, dass noch 1, 2, 3 neue Zuschauer dazugekommen sind. Habt ihr Fragen, Anregungen, Tipps? Immer rein in die Kommentare, dafür ist es da. Und dann gehe ich gern drauf ein. In der Regel normalerweise jeden Tag zu zeitnah, sagt man so, ne, ich mitbekomme. Gut bei der Arbeit, wenn es nicht, funktioniert, ne, wenn ich alleine bin, geht es nicht, aber ansonsten versuche ich auch da mal zu antworten. So, dann immer schönen Tag und schönen Restmittwoch. Hoffe, das passt. Bergauf hat er schon tun. Sehr gute Leistung. Garage. Ich habe 250 PS und dann ja, bergauf. Naja gut, dann wünsche ich euch noch schönen Restmittwoch. Ja, morgen geht es weiter. Hier in Thüringen. Version 3.0. Tschüss. Vielleicht schon morgen 3.1. Mal sehen. Tschüss.